Etwas wirklich Gruseliges passiert jetzt gerade über Deutschland und darüber müssen wir unbedingt einmal sprechen. Und zwar, ich habe ja in meinem letzten Video über David Grush angesprochen, dass jetzt gerade überall auf der Welt immer und immer mehr UFOs gesichtet werden. Dass quasi plötzlich überall UFOs auftauchen und die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Und dabei hatte ich erwähnt, dass auch hier in Deutschland die Sichtungen immer mehr werden und viele hatten gesagt, ich soll dort mal genauer nachrecherchieren. Und das habe ich jetzt gemacht, nur um herauszufinden, dass hier in Deutschland die Sichtungen von UFOs am Himmel unfassbar stark zugenommen haben. Seitdem eben diese Anhörung von David Grush gewesen ist, aber auch allgemein in den letzten 3 Jahren, sind die Sichtungen von UFOs über Deutschland unfassbar stark durch die Decke gegangen. Und über das, was jetzt gerade am Himmel vor sich geht, was ihr alle auch beobachten könnt vielleicht, müssen wir heute einmal genauer sprechen. Zunächst einmal Folgendes, wie immer der kleine Part zu David Grush. David Grush hatte vor dem Repräsentantenhaus gesagt, dass eben die US-Amerikaner im Besitz von abgestürzten UFOs und Außerirdischen sind. Als diese Meldung im Repräsentantenhaus gemacht wurde, ging ein regelrechter Hype nach Außerirdischen um die ganze Welt. Und vor allem hier in Deutschland ist der Hype nach UFOs allgemein schon immer recht groß gewesen. Und als diese Meldung durchkam, kam es plötzlich auch dazu, dass unfassbar viele Leute UFOs gesehen und sogar gemeldet hatten. Denn ihr müsst Folgendes wissen, viele, viele Menschen sehen immer wieder UFOs, aber nur die wenigsten Leute melden es. Das heißt, die gemeldete Zahl, die wir haben, ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil der echten UFO-Sichtungen, die getätigt wurden. Zunächst einmal, seit der Aufzeichnung von UFO-Sichtungen vor mehreren Jahrzehnten kam es in Deutschland dazu, dass über 137.000 UFOs gesehen wurden, allgemein über Deutschland. 137.000 UFO-Sichtungen wurden bereits gemeldet, doch diese Zahl klingt erstmal unfassbar gigantisch. Und jetzt, wo wir wissen, laut David Grush, dass vielleicht Außerirdische echt sind, bedeutet dies natürlich, dass vielleicht tatsächlich unzählige UFOs bereits über uns hinweggeflogen sind. Doch diese Zahl von 137.000 UFOs muss man ein bisschen differenziert betrachten, denn von diesen ganzen Sichtungen klassifiziert man lediglich 22 UFO-Sichtungen als gesichert paranormal. Sie werden als sogenannte Good UFOs bezeichnet, sprich UFOs, die so viele paranormale Eigenschaften zeigen, die so viel Übernatürliches haben, dass es bis heute keinerlei logische Erklärung gibt, was genau dort betrachtet wurde. Das heißt, es gibt nur 22 Fälle, wo wir eben gesichert davon ausgehen können, dass es wahrscheinlich nichts logisch Erklärbares ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass allgemein vermutet wird, dass 5% aller UFO-Sichtungen tatsächlich nicht erklärt werden können. Das bedeutet also, es gibt wahrscheinlich mehrere tausend Sichtungen, die hier in Deutschland getätigt wurden, die sich niemand so recht erklären kann. Und ich bin dem Ganzen mal ein bisschen genauer nachgegangen und wollte erstmal gucken, was passiert wirklich jetzt gerade und was für gruselige Sichtungen von Außerirdischen oder von UFOs hat es in der Vergangenheit in Deutschland gegeben. Und es gibt sogar Möglichkeiten für euch nachzugucken, ob vielleicht direkt bei euch in der Heimatstadt schon UFOs gesichtet wurden und was genau dort passiert ist. Aber da kommen wir gleich zu. Zunächst einmal, was ist jetzt gerade los? Ich habe einmal eine statistische Seite aufgerufen, die eben alle gemeldeten UFO-Vorfälle von verschiedensten UFO-Clubs, die es hier in Deutschland gibt, zusammengetragen hat. In diesen Clubs können eben Leute eintreten, die sich für UFOs interessieren, aber es können auch Leute dort eben melden, dass sie gerade etwas Gruseliges gesehen haben. Und dort wurde alleine seit dem Verhör von David Grush 18 Mal durchgegeben, dass UFOs gesichtet wurden. Das heißt, alleine in den letzten 21 Tagen ungefähr, in den letzten 3 Wochen, wurden 18 UFOs am Himmel erblickt. Von diesen UFOs konnten gerade 4 oder 5 klassifiziert werden als vermutlich Flugzeuge, Satelliten oder ähnliches. Die restlichen 13 UFOs, die gesichtet wurden, konnten nicht genauer identifiziert werden. Dies kann natürlich auch daran liegen, dass es zu wenig Informationen gibt, aber eben auch daran, dass es zu seltsame Vorfälle sind, dass sie wir uns einfach nicht wirklich begreifen können. Auf jeden Fall, das wurde nun also in den letzten paar Tagen gesichtet. Aber alleine dieses Jahr wurden über 180 UFOs gemeldet. Wie gesagt, nur gemeldet, die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel, viel höher.
Letztes Jahr waren es über 300 gewesen und was eben die diesjährigen Zahlen nochmal in ein besonderes Verhältnis setzt, ist, dass wir jetzt schon so viele UFOs dieses Jahr gesehen haben, beziehungsweise schon dieses Jahr über Deutschland so viele gemeldet wurden, wie im Jahr 2021. Schon im Jahr 2021 sind die UFO-Sichtungen durch die Decke gegangen, doch jetzt, obwohl wir gerade mal Mitte August haben, sind wir schon auf dem gleichen Stand wie 2021 gelandet. Die UFO-Sichtungen dieses Jahr über Deutschland werden rapide mehr. Es ist quasi so, als ob die UFO-Zahlen explodieren und auch von euch habe ich wirklich unzählige Fotobeweise gekriegt über Instagram und Twitter, dass ihr eben auch am Himmel UFOs gesehen haben wollt. Dass ihr eben ebenfalls in der Lage wart, etwas am Himmel zu erblicken, das euch nicht bekannt vorkommt, das ihr euch nicht erklären könnt. Und davon gab es wirklich extrem viele Leute. Es ist jetzt gerade zu beobachten, dass da oben am Himmel etwas vor sich geht. Ob diese Sichtungen nun entstehen, weil die Leute ein erhöhtes Interesse haben oder ob wirklich Außerirdische in den vergangenen Jahren aktiv dabei sind, mehr über uns zu erfahren, uns mehr zu beobachten, kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Doch vielleicht interessiert auch ihr euch dafür, was genau eben passiert gerade. Ich werde euch einmal in der Beschreibung die Seite mit der Allgemeinstatistik verlinken. Dort könntet ihr auch finden, ob bei euch zu Hause irgendetwas vorgefallen ist. Aber es gibt eine sehr interessante Seite, die sich mit UFOs in Deutschland beschäftigt. Und zwar diese hier. Diese Seite ist nur bis 2016 geführt worden. Das heißt, seit 2016 gab es keine neuen Beiträge, die mehr dazugefügt wurden. Aber dort kann man genauestens nachsehen, was für gruselige Dinge über Deutschland passiert sind, wie viele Leute sie gesehen haben und wo die meisten Sichtungen stattfinden. Auf dieser Seite könnt sogar ihr euren Heimatort eingeben und gucken, ob vielleicht dort auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, schon einmal ein UFO gemeldet wurde. Auf jeden Fall habe ich mir mal diese Seite genauer angeguckt und vergangene deutsche UFO-Sichtung und dabei gab es einen Vorfall, der besonders interessant gewesen ist. Und zwar ist es eine der am besten dokumentiertesten und am meisten beobachtetsten UFO-Sichtungen überhaupt. Und zwar fand sie über dem Greifswald statt, beziehungsweise am Meer bei Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatten über 60 Leute gemeldet, dass sie eben ein seltsames Objekt über dem Wasser erblickt haben. Beziehungsweise nicht nur ein seltsames Objekt, sondern mehrere leuchtende Kugeln sollen auf einmal aufgetaucht sein und waren scheinbar tanzend durch die Luft geflogen. Mehrere Leute, unabhängig voneinander, konnten belegen, dass dort seltsame Objekte scheinbar über dem Meer umherflogen. Es wurde auch mehrfach dokumentiert und die Leute hatten natürlich Angst, weil sie nicht begreifen konnten, was genau dort jetzt gesehen wurde. Man versuchte das Ganze irgendwie herauszufinden, man meldete es sofort der Polizei, versuchte Infos zu haben, doch obwohl seitdem das Ganze vorgefallen ist, intensive Untersuchungen durchgeführt wurden, konnte keine klare Antwort geboten werden, was sich damals in Mecklenburg-Vorpommern zugespielt hatte. Niemand kann sagen, was für Objekte dort über dem Meer geflogen sind. Jede logische Erklärung, die man versucht hatte zu finden, stellte sich als falsch heraus. Es könnte also durchaus damals passiert sein, dass Außerirdische dort waren und sie von so vielen Menschen beobachtet wurden. Doch dies ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, der ganz Deutschland ist. Überall gibt es wirklich gruselige Meldungen von UFOs. Teilweise Privatpersonen, die beschreiben, dass sie ein seltsames Objekt am Himmel gesehen haben, das kein Flugzeug sein konnte. Und teilweise Leute, die eben in großen Mengen Dinge gesehen hatten, die sich nicht erklären lassen. Es gibt über Deutschland vermehrt außerirdischen Sichtungen und dies könnte eben ein Hinweis darauf sein, wie ich in den letzten Videos schon gesagt habe, dass bald etwas Großes passieren wird. Es könnte durchaus sein, dass bald eben Außerirdische noch viel, viel mehr auftauchen werden, dass sie noch viel, viel mehr zu sehen sind am Himmel, so wie die Zahl in den letzten Jahren rapide zugenommen hat. Und dann ist es für viele Leute, die das vermuten, nur noch eine Frage der Zeit, bis das erste Mal ein UFO nicht einfach nur über uns hinwegfliegt, sondern landet und bereit ist, vielleicht in ein Gespräch zu gehen, beziehungsweise ersten Kontakt herzustellen.
Wenn ihr irgendwie UFOs gesehen habt, schickt das gerne auf Twitter oder postet es mit dem Hashtag CPPUFO, dann kann ich das Ganze viel besser sehen. Also wenn ihr eine UFO-Sichtung gemacht habt, schreibt mir gerne mit genauen Informationen zu dieser Sichtung auf Twitter, dort kann ich es am besten herausfinden. Mich interessiert das ganze Thema brennend. Und vielleicht habt auch ihr Glück, wenn ihr in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten nachts oder tagsüber rausguckt, dass ihr am Himmel Objekte sehen könnt, die sich nicht erklären lassen. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen. Wie gesagt, ich finde es immer extrem interessant. Wir sehen uns aber beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.